Jo, hallo und herzlich willkommen vorm Wald. Es wird langsam schon wieder duschter im Wald. Trotzdem herrliches Wetter. Ja, ich habe hier farbenfrohe Rucksäcke, wie ihr sehen könnt. Das liegt daran, dass das mal wieder nicht meine Rucksäcke sind, sondern die von der Evelyn. Und wir, beziehungsweise Evelyn, hat was geschenkt bekommen. Yeah. Und ja, das ist halt das übliche Danke-Video. Also auch da wieder jetzt großen herzlichen Dank eben entsprechend. Für mich ist sehr lustig, wie begeistert sie vor allen Dingen von diesem Ding ist. Dass der halt wirklich, also sie hat ihn angezogen und sich gewundert, wow, der hat ja Polster. Fangen wir vielleicht da mal an. Sie ist natürlich auch da und sie sagt auch gleich Danke, aber ich muss erklären. jedenfalls, das ist ein, ne, wie man hier irgendwo lesen kann, ja, Deuter Air Contact Light 35 plus 10 SL, die Damenversion. Normalerweise zeichnen sich ja Deuter-Rucksäcke als Damenversion dadurch aus, dass sie noch diese lustige Deuterblume dran haben. Die war hier auch dran, aber die hat sie gleich entfernt, das war ihr dann wieder zu kitschig. ja, das ist ein für mich völlig untragbarer, soll ich auch nicht, ist das Damenmodell, Rucksack und hat eben entsprechend 45 Liter. Das würde ich auch definitiv realistisch 45 Liter sagen. Da kriegt man schon sicherlich ordentlich was rein. Mit wirklich hervorragendem, auch stabilen Tragesystem. Dafür hat er nur ein Eigengewicht von, glaube ich, 1,3 Kilo. 1,5 sogar. Die Beschreibung ist noch oben mit drin, im Deckelfach. Beschreibung ist im Deckelfach. Durch dieses Tragegestell jedenfalls hat man einen wunderbaren Luftzug eben hier im Rückenbereich. Deswegen auch dieser Air Contact. Das ist also ein wirklich patentiertes System von Deuter. Guter alter Klassiker. Und da haben wir 1580 Gramm. Das ist natürlich für einen, das ist erheblich leichter als ein taktischer Rucksack dieses Volumens. Ja? Also das auf jeden Fall. Und er hat halt wirklich ein ordentliches Tragegestell, wirklich ein guten Aufbau, auch hier schöne massive, etwas breitere Hüftflossen als beim Männermodell, meine ich, gesehen zu haben. Ich hatte das mal nachgeguckt, aber das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, das muss nicht unbedingt stimmen. Die Flossen sind noch ein bisschen weiter nach oben geschnitten. Also ist halt schon ein wenig der weiblichen Anatomie angepasst. Sämtliche Polster sind natürlich absolut neu und noch nicht durchgelatscht bzw. durchgetragen. Trinksystemvorbereitung ist da. Wirklich ein schöner Rucksack. Die Farbe gefällt mir persönlich jetzt auch gut. Insbesondere wenn ich dich von hinten angucke, das mache ich sowieso gern. Jedenfalls ist da, ja, wie gesagt, Trinksystemvorbereitung ist drin. Müsst ihr mir jetzt einfach so mal glauben, beziehungsweise da könnt ihr reingucken. Sehen Sie es? Ich glaube nicht. Sehen Sie nicht. Egal, dann sehen Sie es nicht. Die übliche Deuter Security Hinweise im Deckelbereich, von wegen, wollen Sie gerettet werden? Yes! Oder no! Klassisch. Und ansonsten, es ist halt ein durchgehender Rucksack. Das Ding hier unten, das ist nochmal ein Zugriff von unten. Gibt es einen Bereich, wo man das, kann man das auch abtrennen? Ja, natürlich. Kann man. Okay, man kann es auch abtrennen. Ja, das tut sie nun nicht. Und da haben wir jetzt nur ein bisschen Krempel drin, also jetzt nichts Spezielles. Genau den gleichen Rucksack hattest du ja schon mal. Bist mit dem irgendwie 2000 noch was? Knapp dreieinhalb Kilo, 1000 Kilometer durch die Landschaft gelatscht. Und ja, also sicherlich eine gute Idee, diesen nochmal zu nehmen. Jetzt ist uns bewusst, dass die jetzt nicht allzu billig sind. Entsprechend begeistert ist die Evelyn und hat das noch nicht so ganz auf den Schirm, was sie eigentlich gemacht hat, um jetzt so einen Rucksack zu bekommen. Gut, aber das muss sie dann nachher nochmal selber zum Ausdruck bringen. Ich habe den ja auch schon mal vorgestellt, beziehungsweise das alte Modell von der Evelyn. Deswegen, da muss ich jetzt auch gar nicht wahnsinnig viel zu erzählen. Und den gleichen Ultraleicht-Rucksack, ultra kleinen, mini, der zusammenfaltbaren, sehr leichten Rucksack, wie ich auch habe, aber eben in einer freundlicheren Farbe, was dir auch gut gefällt, oder? Und ja, der ist natürlich auch schön, den habe ich ja gerade eben erst vorgestellt, deshalb will ich zu dem jetzt auch gar nicht so viel erzählen. Theoretisch hätten wir jetzt dann auch die Option, zu zweit quasi mal ein bisschen ultraleicht unterwegs zu sein, zumindest im Sommer, wenn es dann auch mit einem leichten Kunstfaserschlafsack geht. Die Evelyn hat, glaube ich, noch keinen wintertauglichen, superleichten Daunenschlafsack, zumindest keinen superleichten. Du hast einen, ja, aber keinen so krass leichten. So, ja, das wäre also von meiner Seite das
Vorgeplänkel gewesen. Da hast du den Rucksack. Und den anderen, dann gib mir mal die Kamera. So, es läuft. Ja, ich weiß hier nicht so genau, was ich erzählen muss. Dafür ist halt der Mann jetzt hinter der Kamera zuständig. Es ist der Wahnsinn. Ich fasse das irgendwie nicht, dass ich als ab und zu Kamera haltende da und ins Leben des Mann im Waldes getreten gewesene. Zeitformen dürfte ich gern korrigieren. Da Geschenke und Rucksäcke kriege. Also das ist ganz krass. Ich check das noch immer noch nicht so ganz, dass ich da so toll beschenkt werde von dir da draußen irgendwo. ist doch so. Nee, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich werde den für die nächsten 4000 Kilometer absolut in Ehren halten und tragen. Und es ist einfach ein tolles Ding. Also wirklich vielen herzlichen Dank. Ich fühle mich sehr geschmeichelt und freue mich, den Ben auch weiterhin bei ganz vielen Touren und Vorhaben jetzt neu berucksackt unterstützen zu können. Dankeschön und tschüss!